Eine sogenannte Sommerrodelbahn. Nicht so wie vorgestern. Anders. Neu. Länger. 500 Meter länger. 1200 Meter lang. Yo, was geht ab und herzlich willkommen. Die Downhill-Strecke von letzten Montag. Erinnert ihr euch an diesen wunderschönen Berg? Wenn ihr ganz genau hinguckt, könnt ihr diese Seilbahn sehen. Da fahren wir heute wieder hoch. Und heute fahren wir nicht mit irgendwelchen lustigen Rollern den Berg hinunter. Nein, 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 nein. Ich habe was ganz Tolles entdeckt. Man kann hier nicht nur mit Rollern den Berg runterfahren. Oh nein, man kann hier auch mit so Snowboards, die Räder haben, den Berg runterfahren. Und das machen wir heute. Skateboards. Nee, 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 nee. Die sind so groß wie Snowboards. Die sind so richtig fett und haben so richtig fette, geile Räder, die so mit so Luft aufgepumpt worden sind. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ne, ist es das, was man über Skateboards sagt, ne? Snowboard mit Rädern, aber nein. For real Snowboards, also die so wirklich diese gleiche Größe haben und sowas. Und sie nennen es Mountainboard. Wenn ihr es seht, werdet ihr es verstehen. Wir gehen direkt hin, wir verlieren gar keine Zeit. 18 Franken kostet das, Leute. Seht ihr das hier? 18 Franken, einmal so eine Abfahrt. Ich hoffe, es lohnt sich. So, wo muss ich hin? Da, es soll hier ein Typ auf uns warten, der mir das erklärt, wie das geht. Coole Mountainboard. Oui. D'accord. So, auf geht's. Auf die Markierung. Hopp. So, da sind unsere Freunde und ich bin ein bisschen aufgeregt. Okay, unser Mountainboard ist am nächsten Telesiège. Das ist da hinten dran. Das kriegen wir dann, wenn es kommt. Da ist es. Da fährt es. Aber jetzt mal meine Frage. Die Strecke ist nicht so schmal. Da passt gerade mal ein Auto dran. Wie mache ich das denn, wenn ich nicht anhalten kann? Weil die haben gesagt, ich kann mit meinen Bremsen nicht anhalten. Wie soll ich das denn dann machen, wenn ein Auto kommt? Soll ich über die Wiese fahren? Da ist keine Wiese, da ist Berg. An der einen Seite geht's hoch und an der anderen Seite geht's den Berg runter. Leg dich drauf und fahr unterm Auto durch. Auch eine gute Idee. Seid ihr bereit? Gleich geht's runter. Hopp. Water, Mountainboard. Merci. Nein, ich bin chill. Also, einfach die Straße runter. Easy. Hä? Wie sollen die denn hier an mir vorbeikommen auf diesen Straßen? Okay, die Bremse ist doch sehr stark. Aber wenn ich bremse, dann fliege ich hin. Nur so als Info. Da kommt schon das nächste Auto. Wir müssen einfach schneller sein als die motorisierten Gefährte. Oh shit, ist das steil. Das wirkt nicht so schnell vielleicht, aber es ist verdammt schnell. Und es ist richtig schwierig, das Gleichgewicht zu halten. Ich glaube, wenn man schnell genug ist, fliegt man einfach über diese Gitter. Aber ich glaube, in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich bleibt man hängen und macht so ein Doppelsalto oder sowas. Oh, hey, komm, gib mir ein bisschen mehr Tempo. Ich drücke die Bremse überhaupt gar nicht. Gib mir mal ein bisschen Tempo. Wir wollen hier in die Gefahr von Knochenbrüchen kommen. Ein bisschen Nervenkitzel brauchen wir ja. Yes! Gib mir das Tempo! Ich will das spüren! Oh yeah! Wuhu! Bonjour! Es fühlt sich gefährlich an, so überhaupt gar nichts an den Händen zu halten. So mit so einem Roller, mit einem Fahrrad. Da hat man noch was an den Händen, da kann man sich irgendwie festhalten. Aber ich habe nichts! Ich greife in die Luft! Wer bremst, verliert, Leute! Die Schlangenstraße. Oh, hier ist die hier ist der Asphalt glatt! Hier ist der Asphalt glatt! Hier gleite ich über die Straße, wie auf Butter. Oh, jetzt, oh, Gitter. Ah, okay, shit. Okay, sorry. Ich bin fast hingefallen. Ich bin ein freier Mann! Alter, krasses Echo hier. Stark. Okay, weiter geht's. Tempo, Tempo, Tempo. Oh, shit. Ah, das ist schnell. Kann man diese Dinger als Rampe benutzen jetzt? Das ist meine Frage. Okay, Schoner ready machen. Und... Oh shit, okay, das funktioniert nicht. Hallo! Hallo, Kuis! Wie, ich soll jetzt hier bergauf oder was? Das ist die Idee, dass ich über diese Dinger falle und dann hier bergauf laufe oder wie? Oh shit, okay, okay. Okay, ihr müsst euch das angucken, Leute. Ich bin hier... Einfach der Yogameister. Ey, bist du ein Manese oder was? Okay, alles wieder heile. Bruder, ich sterb hier halb und der Typ, halber Almanese, fährt hier vorbei, guckt mich an. Was denn? Hast du nie gelebt in deinem Leben? Hast du nie die Sau rausgelassen in deinem... So, dann geht's jetzt weiter. Jetzt müssen wir hier irgendwie den Berg hochkommen. Dann gehe ich mal ein bisschen Gas, ne? Ich möchte den Boosted Board haben. Ach, komm. Gut, komm, wir tragen den mal kurz da hoch. Hä? Das geht ja weiter. Nee, mal kurz stopp. Ich bin doch irgendwo falsch abgebogen. Das kann doch nicht sein. Oder geht's hier bergrunter? Oder habe ich einen Knick in der Optik? Ich probiere mal. Ich guck mal, was geht.
Ich schaue einfach mal, was passiert, wenn ich losfahre. Ah, nee, nichts passiert. Ja gut, mit Anlauf. Fahr! Du bist frei! Ich hab's euch gesagt, er will nicht frei sein. Er mag das. Wisst ihr, die meisten Objekte und auch Tiere, die mögen das, unterjocht zu werden von den Menschen. Guck mal, die Kuh da, die wollte nicht abhauen. Das war der Beweis, dass der Mensch kein Tyrann ist. Ein guter König zu Umwelt und Tier. Okay, jetzt Spaß beiseite. Auf geht's. Abfahrt! Ich will Speed! Oh, Bahnschienen. Was machen die denn hier? Bruder, wollt ihr mich umbringen? Habt ihr die gesehen? Da waren wir so 2 Meter über die Straße, aber auszurechnen, ne? Tempo, Tempo, Tempo! Oh, ist ein bisschen zu schnell. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ja, geil, was geht ab? La Swiss Forces! Und jetzt die letzte Kurve. Oh nee, Bruder, was macht er hier? Wir sind da, wir sind angekommen, wir haben es geschafft. Schöne Abfahrt. War eine schöne Abfahrt. War stark, war gut. War nice, war toll, war schön, war nett. So, hallo. Guten Tag, ich bringe irgendjemand. Nee, alles klar, keiner ist da. Nehmen wir es mit das Ding. Jetzt müssen wir noch eine so runde Sommerrodelbahn fahren. Jetzt hat irgendwer hat unsere Powerbank. Hopp. Die ist jetzt 1200 Meter lang. 1,2 Kilometer. In 3, 2, 1. Speed! Komm, gib mir Speed, gib mir Speed, gib mir Speed. Oh yes! Das geht ja Butter, das geht ja flüssig wie Butter. Ohne Bremsen und yum. Ah, hier bremsen jetzt oder was? Nichts bremsen. Oh, hier bremsen. Alles klar, hier ist das Ende. Oh, voll ins Gesicht. Yo, stark. Starke Abfahrt. Ging schnell, ne? Safe, er hat gebremst am Schluss. Ja, okay. Ich habe am Ende gebremst, wo man hier ankommen musste, aber das zählte ja nicht mehr. So, wir haben es geschafft. Ja, das war geil. Die letzte Abfahrt, habe ich das Gefühl gehabt, war noch ein bisschen schneller. Man muss aber sagen, echt, diese Bobs, diese Gleitschlitten, die sind gut geölt. Die gleiten über diese Strecken wie Butter, wirklich. Wie als hättet ihr gerade so ein bisschen Butter in der Mikrowelle, ein bisschen flüssig gemacht. Und dann reibt die das über irgendwas, wo ein Objekt, das hier an anderen Dingen reibt. Und so wie das dann flutscht. Ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen. Ich hatte eine gute Zeit heute mit euch. Ich hatte eine wirklich gute Zeit. Hey, vielen Dank dir, dass du das Video bis jetzt geschaut hast. Nicht viele gucken so ein YouTube-Video bis zum Ende. Wenn es dir gefallen hat, wie es scheint, dann lass doch vielleicht ein kleines Abonnement da. Aktiviere die Glocke, dies, das, du weißt, Daumen hoch. Und ansonsten, wenn du noch mehr Ronny Berger gucken willst, kannst du hier das allerneueste Ronny Berger Video sehen. Und hier ein extra nur für dich vom YouTube-Algorithmus bestimmtes. Viel Spaß und... Stay Ronny Berger.